So, hallihallo meine Lieben. Hallo. Ja, das hat aber jetzt gedauert. Ja. Ja, leichter Nachmittag hat schon begonnen. Wie spät haben wir fast gesagt? 4:10. 4:10, Schande. Ja. Ja, wir haben so lange auf Paketdienste und Post gewartet. Ganzen Vormittag hat es eh geregnet wie Sau. Also Dach wäre von Haus aus heute wieder nichts geworden. Fange ja auch wiederum jetzt nicht an. Aber jetzt ist schön, wir werden heute unser Grillerchen machen. Und dann werde ich die neuen Batterien in die Solaranlage hämmern. Zwei Solarbatterien. Der Vorbesitzer hat bloß gammelige Autobatterien drin gehabt. Das zeige ich euch aber dann. Und dann schauen wir mal, dass wir die Solaranlage... Nein, dazu sagen wir jetzt nichts, weil da ist ja unser Niveau zu tief sonst wieder. Ach Mensch. Ja, das Ding können wir heute auch noch füllen. Natürlich. Ja. Dann sind die ersten von unseren drei Hochbeeten gekommen. Die ersten zwei. Eigentlich hätten ja alle drei auf einmal kommen sollen. Ich habe so 1,20 Meter auf 60 bestellt. Aber das ist noch etwas weiter weg, die Geschichte, bis wir die Hochbeete aufbauen. Zuerst einmal muss ich heute Rasen mähen. Und ich? Was mache ich? Du darfst nachher dann Holz sägen. Aber bevor du Holz sägen darfst und vielleicht ein Grillerchen machst, muss ich noch das Stromaggregat auffüllen, weil mir ist heute nämlich aufgefallen, dass ich nämlich gar nicht so viel Sprit rein habe. Vielleicht läuft es ja dann ordentlich, wenn ich genügend Sprit drin habe. Ja. Wir wollten es ja gestern nur testen. Ja, aber jetzt noch unsere Gedenkminute und dann legen wir los. Geht es schon los, ja. Genau. Dann machen wir hier wieder was. Genau. Heute wieder nicht viel, aber doch immerhin. Bisschen was. Und ich freue mich aufs Essen nachher. Ich auch. Eine Frage habe ich jetzt an die Baumkenner. Ist das ein Holunderbaum? Beziehungsweise wird das einer? Weil wenn das wirklich ein Holunderbaum ist, dann reiße ich den nämlich nicht raus da hinten. Dann warte ich, bis er größer ist, bis er Blüten trägt und dann gibt es endlich mal Holunderküchle. Der Stromaggregat zappelt immer noch, da stehe ich aber mit NTG schon in Verbindung. Ja, auch wenn ich das im Januar schon gekauft hatte. Schauen wir mal. Und das andere, was hier Krach macht, ist die Manu. Die hat sich nicht nehmen lassen, um den Rasenmäher gleich einmal zu testen. Tja Leute, es bringt der schönste Rasenmäher nichts. Die beste Frau bringt nichts, wenn es verkackte Blatt stumpf und abgefressen ist. Ja. Also das muss ich erstmal schleifen und dann können wir wieder probieren. Scheiße, wieder nichts heute. Ja, Rasenmäher nicht weitergekommen, da nicht weitergekommen, aber hier kommen wir heute weiter. Ein Königreich endlich, wenn ich meine Grillkamine da habe. Meine Anzündkamine, genau. Weil das geht mir jetzt langsam auf den Senkel da drin. Ja, jetzt packe ich dann gleich noch meine Batterien aus, klemme die mal an und dann schauen wir mal, ob wir da Strom drauf haben. So, eine 60er Gel Batterie und eine 120er Gel Batterie. Ich wollte eben Batterien, wo hier wieder rein passen. Und da hole ich aber jetzt das Stativ und dann geht's weiter. Hier geht's zu, Leute. So, da steht die Kiste drin.
In dieser Kiste ist eben die erste Batterie drin. Die kleine, wohlgemerkt. Da hinten ist noch ein Wandler mit 2000 Watt oder was. Oder was hat er? USB, bla bla bla, 2000 Watt, ja. Da kommt die zweite Batterie raus. Und wie gesagt, alles nur Autobatterien. So, hier. Die klemme ich jetzt ab. Klemme alle erstmal komplett ab. Und dann klemme ich sie nacheinander wieder an, die neuen. Genau. So mache ich das jetzt. So, die Batterie liegt jetzt bei 1261. Und die zweite Batterie liegt bei 12,4647 Volt. Und jetzt klemme ich sie erst einmal fertig an hier. Oh Mann, hey. Das Ding ist ein Kabelgewirr. Irgendwann einmal muss ich mich da wirklich schlau machen, was das alles für eine Scheiße ist hier. Aber das, ja, sehen wir dann noch. Jetzt erst einmal gucken, dass ich hier unfallfrei die Batterie anklemmen kann. Irgendwie. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das Gehäuse... Ach nee, das ist ja E-Masse da. Da sollte nichts passieren können, wenn ich aufs Gehäuse komme. Irgendwie hier drauf kommen, um es anzuziehen. Blutsakrament, blutige Hennekipf. So. Das ist auch die zweite Batterie. Und der Schlauchbauch weiß ja, schwarz ist rot und plus ist minus. Meine Fresse. Was haben wir jetzt auf der Batterie? Ja. 12,52, 12,53. Ja, so rum. 12,54, okay. Also die Batterie ist einfach bloß dazu geklemmt worden. Oder ruck. Rein mit der Nadel. Schließen wir mal hier das Ding an. Jetzt da oben als Verbraucher. Hey, wie, das Ding hat einen Lüfter drin. Wo hat das Ding? Ach. Kuh. Die Innenbeleuchtung funktioniert einmal. Aber aha. Moment, Leute. Solarpanel, Lichtkacke, Batteriekacke. Ja, ich muss noch die Batterien hier schnell anklemmen. Und dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert. Jetzt ist der Eumel wieder umgeflogen. Also mit Solar haben wir hier jetzt
eine Spannung von 12,8. Jo. Also das, wenn ich das hier umschalte, bleibt es dabei. Akku. Boah, da muss ich mich noch schlau machen, was das genau darstellen soll. Mit der Umschalterei. Auf alle Fälle kann man hier dann komplett ausschalten. Ob ich das Anlass ausschalte oder was weiß ich über Nacht, ich weiß es nämlich nicht. Hier oben haben wir jetzt Ladespannung von 13,1 Volt. Kann ich ausschalten. Power, Licht, ach keine Ahnung. Innenlicht. Gibt es hier auch ein Licht? Ein Lichtschalter? Oder ist das bloß der eine? Ach, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, da unten geht noch auch noch ein Kabel rum. Boah. Schalten wir mal Innenlicht wieder ein. Ja, da geht es hier mit. Naja, wenigstens ein bisschen Innenbeleuchtung. Gut. Ein Hellschnüffelteil, 220 Volt. Funktioniert auch. Dann geht die Batteriespannung natürlich gleich runter. Aber das war ja jetzt bloß Testlauf. Jo, jetzt lasse ich mal einfach mal laden und mal gucken. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich muss mich erst einmal komplett schlau machen hier. Oh, jetzt müsste halt irgendjemand vorbeikommen, wo sich mit dem Solarscheißzeug richtig gut auskennt. Oh. Abends schalte ich einfach mal alles auf aus. Und hier draußen geht es ja schon richtig rund. Ja. Boah. Bacon, Würstchen, Bratwürstchen, Krautsalat. Boah, geil. Ja. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Nö, warum? Ja, so vertieft war ich drin. Okay. Oh, Spatzel, du bist echt die Beste. Warum? Geil. Ja, wenn die Frau Hunger hat. Ach, um mich ist es egal. Oder? Ja, da sagt man jetzt nichts mehr. Ohne meinen Anwalt sag ich nichts mehr. Spatzel baut sich schon zusammen. Ja. Okay. Sommerlicher, erfrischender. Ja, dann machst du auch gleich das Probiererle. Ich esse danach. Toll. Das wird jetzt wieder was werden. Hä? Drunter und drüber geht's hier. Ja, warum nicht? Also, und muss ich noch meinen Stein unter den Tisch wieder drunter legen, damit der nicht so wackelt. So. Oh. Bitte sehr. So. Meiner. Ja, Ketchup, Mayo oder irgendwas, Senf. Haust du dir da was drauf? Ja, Senf. Gut. Jo, ganz einfaches, leckeres Essen. Mhm. Gut. Lecker. Gut, dann esse ich jetzt auch und nachher dann. Ja, im weiteren Verlauf des Videos noch Fazit dazu zum Essen. Aber jetzt erst einmal reinhauen. Hey, hast du dich in Schatten verkrümelt? Ja. Ja, weil hier steht jetzt die Sonne relativ tief und haut unter der Markise hier rein. Also komplett bis hier rüber. Aber ich mache jetzt einen neuen Versuch. Schauen wir mal, wie die aussieht. Also bei der
Die hat ja auch noch einen Bewegungssensor drin. Da bin ich ja jetzt gespannt. Aber ich habe extra vorher angefragt, wie schaut das aus? Wo ist der Lichtsensor drin? Und da haben sie geschrieben, mir geantwortet, in der Lampe drin, nicht im Solarpanel. Gut. Aber die Idee, was der Kollege mir noch geschrieben hat, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, dass ich mal das Solarpanel von den anderen abtasten soll, ob ich da nicht finde, wo der Lichtsensor ist, ist noch eine Möglichkeit, kann ich mal machen. Aber jetzt habe ich die Lampe fürs Häuserl. Boah, das gottverdammte Holz ist auch schon alles morsch. Ja. Naja. Na, Spatz muss vorübergehen, so fest. Hauptsache, das ist mal oben. Wir haben viel Arbeit, wir haben wirklich viel Arbeit hier noch. So, da kommt das kleine Solarpanel drauf. Irgendwie so. Die Spax ist doch gerade hoch. Scheiße. Ja. So, Kabel provisorisch da rumgehängt. Und jetzt muss ich erst einmal bloß abwarten, wenn die Batterie voll geladen ist, wie sich es dann verhält. Weil so, ohne Kabel von der Solarlamp-Dings funktioniert das Licht einwandfrei, auch der Bewegungsmelder. Oh, ja, auf alle Fälle. Ja gut. Sonst ein schnelles Kabel auseinander und macht dann noch einen Schalter rein. Wäre auch noch zur Not eine Möglichkeit. So. Also da muss ich noch schellen oder irgendwas organisieren, das Kabel gescheit festmachen. Und wie gesagt, mir dann noch was überlegen wegen dem Stecker. Wenn das nicht anders funktioniert, mache ich da einfach noch einen Schalter rein. Ja, das wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit. Schalter rein, wenn Kabel unterbrochen, geht es mit dem Bewegungsmelder und ansonsten lädt er den Akku auf. Aber jetzt warte ich erst einmal ab, bis es den Akku komplett geladen hat und probiere es dann nochmal aus. Also wahrscheinlich morgen. Genau. Fernbedienung ist auch noch dabei, die lege ich da auch noch rein. Jetzt warten wir es mal ab. Erstmal Akku laden. Ja Leute, das war's heute hier wieder. Wir machen die Rille. Ein bisschen was geschafft. Wenn alles klappt, dann geht's morgen endlich mit dem Dach los. Oder? Ja. Jo. Also, ich wünsche euch was. Tschaikowski, bis morgen. Oh. Ja. Jo. Und weg.